Wusstest du, dass die ESA eine Mission zum Jupiter schickt? JUICE ist für mich die spektakulärste ESA-Mission überhaupt. Europäische Rakete, europäische Sonde und hauptsächlich europäische Instrumente. Wobei sich sogar die NASA auf JUICE einen Platz gesichert hat. JUICE soll die Eismonde des Jupiters untersuchen und das ist aktuell trotz eisiger Kälte für die Wissenschaft der heißeste Ort, um nach extraterrestrischem Leben zu suchen. Ich war in Toulouse bei Airbus, um mit den Menschen zu sprechen, die diese Ultrasonde bauen und ich konnte JUICE hautnah sein. Dazu aber später mehr. Weil ich mehr Plan von Raumfahrzeugen habe als von den Orten, zu denen sie reisen sollen, habe ich mir mit meinem Kumpel Astro Tim für das Video heute tatkräftige Unterstützung geholt. Warum die JUICE-Sonde die größten Solarpaneele einer Forschungssonde überhaupt hat, warum die Hauptantenne für die Kommunikation mit der Erde absichtlich von der Erde weggedreht wird und warum die Erforschung der Eismonde so große Relevanz hat, das und noch viel mehr, das klären wir heute. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, ja genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Aber jetzt zum Thema der heutigen Episode. Der Jupiter Icy Moons Explorer, kurz JUICE, ist eine interplanetare Raumsonde, die von der ESA entwickelt wurde. Die Mission wird drei der galileischen Monde des Jupiters untersuchen. Ganymed, Callisto und Europa. Galileisch heißen die Monde, weil sie von Astro Rix, einem unbeugsamen Gallier, entdeckt wurden. Okay, das war der Dead-Joke für heute. Galileisch heißen die vier größten Monde des Jupiters wegen Galileo, ihrem Entdecker. Neben den drei genannten fehlt noch Io. Die ist aber kein Eismond und ja, so wird sie von JUICE auch nicht besucht werden. Eismonde sind so spannend, weil man annimmt, dass sich unter ihrer Oberfläche große Mengen an flüssigem Wasser befinden, was sie zu potenziell bewohnbaren Umgebungen macht. Warum die Monde so spannend sind, das kann euch AstroTim aber viel besser erklären. Kalte Welten mit dicken Eiskrusten und vielleicht sogar außerirdischem Leben. Klingt wie der Planet Hoth aus Star Wars. Doch wir müssen gar nicht ins Science-Fiction-Reich blicken, um solche Himmelskörper zu entdecken. Sie existieren in unserem Sonnensystem und zwar zuhauf. Die Rede ist von den Eismonden der Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Alle vier Gasplaneten besitzen Eismonde, doch die bekanntesten sind wohl Ganymed und Europa, die den Jupiter orbitieren, und Enceladus, der sich im Saturnsystem befindet. Alle diese Monde haben nicht nur gemeinsam, dass sie unglaublich photogen sind, sondern dass ihre Oberfläche zu weiten Teilen mit Eis bedeckt ist und es meistens zu sogenanntem Kryovulkanismus kommen kann. Durch die massive Schwerkraft der Gasplaneten und die Bewegung der Monde entstehen nämlich mächtige Gezeitenkräfte, die im Inneren der Monde die Temperaturen ansteigen lassen, das Eis schmilzt und wird dann in Vulkanen auf der Oberfläche der Monde in den Weltraum geschleudert. Auf dieser unglaublichen Aufnahme hier, der Sonde Cassini, sehen wir, wie Material aus Kryovulkanen des Saturnmond Enceladus fortgeschleudert wird. Als wäre das alles nicht schon unglaublich genug, wissen wir mittlerweile, dass viele der Eismonde unter ihrer Eiskruste Ozeane besitzen. Gigantische, mondumspannende Ansammlungen von flüssigem Wasser. Und wenn ich gigantisch sage, ist das keine Übertreibung. Der Ozean des Mond Europas enthält mehr als doppelt so viel Wasser wie alle Weltmeere der Erde zusammen. Unglaublich, oder? Und da stellt sich natürlich die Frage, könnte in diesen Eismondozeanen außerirdisches Leben existieren? Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass schon kleinere Meteoriteneinschläge das Eis auf der Oberfläche genügend erwärmen und aufweichen können, um Material in den darunterliegenden Ozean absinken zu lassen. Dieser Transportmechanismus zeigt also, dass die Ozeane unter der Oberfläche mit Material aus dem Weltraum in Kontakt kommen. Im Prinzip also die perfekten Voraussetzungen für eine Art extraterrestrische Ursuppe. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Existiert Leben auf den Eismonden oder eher nicht? Herausfinden können wir es nur, wenn wir nachschauen. Gerade erst hat die Sonde Juno diese Wahnsinnsaufnahme von der Oberfläche Europas gemacht, aus einer Entfernung von weniger als 400 Kilometern. Aber der nächste große Schritt in der Analyse der ausgestoßenen Partikel, der wird wohl erst mit der JUICE-Mission gelingen, zu der euch nun Mo allerhand erzählen wird. Wenn ihr noch mehr über die neuen bahnbrechenden Entdeckungen auf den Eismonden erfahren wollt, dann schaut nach diesem Video gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbei und klickt das neue Video an. Dort hat auch der liebe Mo einen Gastauftritt. Wir sehen uns dort. Wenn du mehr über Eismonde erfahren magst, der Link zu Tims Video ist in der Videobeschreibung. Tim hat ja unter anderem mit mir zusammen den Start des James-Webb-Teleskops gestreamt. Der Start des James-Webb-Teleskops, das war der absolute Höhepunkt von Senkrechtstarter bisher bei Livestreams. Noch nie waren so viele Menschen live auf einem Senkrechtstarter-Stream.
Der James-Webb-Start, der war mit der Ariane 5 und für viele ist es der wichtigste Start oder die wichtigste Mission der Ariane 5 überhaupt gewesen. Aber sollte mit JUICE alles glatt gehen, würde sich die Ariane 5 bei ihrem letzten Flug auch mit diesem Start unsterblich machen. Ja, das Startfenster öffnet am 5. April 2023 für JUICE und ist dann 20 Tage offen. Und ich habe mir das Ganze fett im Kalender markiert, also das ist für mich der absolute Megastart. Also den werde ich natürlich sowas von livestreamen. Noch nie wurde eine ESA-Mission so weit rausgeschickt wie JUICE. Jupiter und seine Monde sind verdammt weit draußen. Selbst wenn Jupiter der Erde auf seiner Bahn am nächsten ist, hat er mehr als die zehnfache Distanz zur Erde wie der Mars. Weißt du Bescheid, braucht man eine sehr potente Rakete, um die nötige Geschwindigkeit für diese Reise zu erhalten. Aktuell gibt es nur eine Rakete, die das mit signifikanter Nutzlast auf dem direkten Wege kann, das SLS der NASA. Und tatsächlich war das NASA-Gegenstück zu JUICE, der Europa Clipper, ursprünglich für einen Start mit dem SLS vorgesehen. Okay, aber wenn es aktuell keine Rakete gibt, die das auf dem direkten Wege schafft, wie macht das dann JUICE mit der Ariane 5? Ja, als regelmäßiger senkrechtstarter Zuschauer ahnst du vermutlich schon, mit Swing-by-Manövern und Gravity Assists. Gibt da, wie ich finde, kein gutes deutsches Wort für. Bei Vorbeischwungmanöver kriege ich zumindest keine Emotionen. Wenn dich das Thema Swing-bys und Gravity Assists mehr interessiert und wie die Voyager-Sonden damit das Sonnensystem verlassen konnten, unbedingt mein Video zu dem Thema schauen, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Kurz zusammengefasst, mit geschickten Vorbeiflügen an Planeten oder Monden können Raumfahrzeuge beschleunigt oder auch abgebremst werden. In vielen Fällen ist es günstiger, Umwege in Kauf zu nehmen, um diese Manöver durchzuführen, als den direkten Weg einzuschlagen. So unternimmt JUICE ganze 10 dieser Flybys für den Hinflug und noch einige mehr dann im Verlauf seiner Mission. Daher kann JUICE viel größer und schwerer sein, als wenn die Ariane 5 die Sonne direkt zum Jupiter schicken müsste. JUICE bringt es auf über 5 Tonnen und von diesen 5 Tonnen sind mehr als 3 Tonnen dann nur der Treibstoff. Tatsächlich schickt die Ariane 5 JUICE erstmal sogar in die falsche Richtung, und zwar zur Venus, um mit ihr zusätzlich Geschwindigkeit aufzubauen. Nicht nur das, auch an der Erde fliegt JUICE noch zweimal nach dem Venusbesuch vorbei, um sich extra Schwung zu holen, um sich dann bis zum Jupiter rauszuschleudern. Beim Jupiter angekommen nutzt JUICE dann die Schwerkraft zum Bremsen. Wir wollen ja im Jupiter-System hängen bleiben, statt nur einen kurzen Vorbeiflug zu absolvieren, wie das die Voyager-Sonden gemacht haben. Durch diesen Gravity Assist zum Bremsen spart die JUICE-Sonde dann wiederum Treibstoff, was dann der Missionslänge zugutekommt. Ja, der Treibstoff ist dann auch der limitierende Faktor, wann die Mission zu Ende gehen muss. Warum selbst bei einer elektrischen Ausrichtung mit Schwungrädern immer mal wieder Triebwerke benötigt werden, was dann Treibstoff verbraucht, das erkläre ich dir in meinem Video über Schwungmassen, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gravity Assist, coole Sache, aber dadurch wird die Mission natürlich viel länger unterwegs sein. JUICE soll nach seinem Start im April 2023 dann 2031 im Jupiter-System ankommen. Diese vielen Manöver haben natürlich den Nachteil, dass der Flugplan beliebig komplex wird und wenn man eines dieser Manöver verkackt, wird es das mit der einmaligen Mission zum Jupiter gewesen sein. Warum JUICE auch mit einem einzigen Hauptantrieb noch ein Ass im Ärmel hat, das erklärt euch Cyril. Yes, so effectively these smaller thrusters that you can see there, these are 20 Newton thrusters. A little bit more than these ones. A little bigger than the other ones, effectively. So these ones are used effectively for a number of reasons, but one of the reasons is to be able to make up for the main engine in case of failure. It is a very unlikely failure, but in case it would happen during a critical insertion maneuver, like at Jupiter, for example, we are able to complete the maneuver using these smaller thrusters. We have a pod of thrusters at each of the four corners of this lower face of a spacecraft, and we can use all of them all together in replacement of the main engine in case of failure to complete a maneuver, yes. And will they use more propellant than the main engine, or is it like similar? No, you are right. In case of failure, we are able to complete the maneuver with the thrusters, but there is a penalty. They will overconsume a bit the propellants. So there is a penalty that will impact the mission later on. We will have to reduce a few parts of the mission. But the good point is that we have a mission. Yeah. So it is robust to, again, a very unlikely failure of the main engine. Neben dem 400 Newton Haupttriebwerk, das für die großen Orbitalmanöver verwendet wird, hat JUICE 8 22 Newton Triebwerke für kleinere Manöver und als Backup-System. Die Lageregelung übernehmen 12 10 Newton Triebwerke.
Der hypergole Treibstoff, Monomethylhydrazin und gemischte Stickoxide als Oxidator ist jeweils in 1600 Liter fassenden Titantanks untergebracht. Okay, jetzt hätten wir geklärt, wie Juice zum Jupiter bzw. zu seinen eisigen Monden kommt. Aber wie wird die Sonde dort versorgt? Ich hatte eingangs schon gesagt, Juice wird von den größten Solarpanelen versorgt, die je auf einer Forschungssonde verbaut wurden. Ganze 85 Quadratmeter sind die 10 Paneele groß. Das ist etwa so groß wie unsere Wohnung hier. Die müssen nicht etwa so groß sein, weil die ESA-Wissenschaftler da insgeheim am Jupiter Kryptowährungen schürfen wollen, sondern weil Jupiter ebenso verdammt weit weg ist und dadurch viel weniger Sonnenlicht pro Quadratmeter die Sonde erreicht als hier in der Höhe von der Erde. Wenn hier auf der Höhe der Erde im Weltraum die Sonneneinstrahlung durchschnittlich mit 1361 Watt auf einen Quadratmeter brennt, sind es am Jupiter im ungünstigsten Fall unter 50 Watt pro Quadratmeter. Und selbst die müssen ja noch durch die Solarzellen mit ihrem Wirkungsgrad in Strom umgewandelt werden. All spacecraft systems are electrically fed, let's say, with electricity coming from the solar panels, effectively. So they will be installed on these two faces. They will be 85 meters squares in total, so that's a very large solar array. For an interplanetary mission, this is the largest solar array we have ever built. But with such a surface at Jupiter, we will only generate 800 watts. It's not so much. So in fact, in designing the electrical concept of a spacecraft, we have really chased every watt that is lost in power converters, in cables, in under efficiency of electronics design, in order to really use to the maximum possible extent the electricity, the power generated from the solar panels for the benefit of the instruments. Of course, everything we do here is for the benefit of the instruments. Während für den Transport und die Instrumente sehr vorausschauend und sparsam mit der Energie umgegangen werden muss, hat Juice durch seine Flugbahn die Ingenieure aber gut auf Trab gehalten. Ja, auf dem Weg zum Jupiter wird Juice, wie erwähnt, auch ins innere Sonnensystem vorstoßen, um an der Venus vorbeizufliegen und dort Schwung zu holen. Das bedeutet, dass die Solarpaneele beispielsweise auch auf dem großen Temperaturbereich von plus 110 Grad Celsius bis minus 230 Grad Celsius funktionieren müssen. Gerade die Sonnennähe bei der Venus war für das Temperaturmanagement eine echte Herausforderung. Das ist der Lukas. Hallo Lukas. Servus. Was machst du hier bei Airbus in Toulouse? Ja, ich bin hier eigentlich nur temporär. Ich bin eigentlich bei Airbus, eigentlich bei Airbus in Friedrichshafen, also im Süden von Deutschland. Und ich bin hier, um mich um die MLI zu kümmern und da die ganzen Aktivitäten so ein bisschen zu koordinieren. MLI, das ist das Zeugs außen dran. Genau, das ist das Geschenkpapier. Also man sieht so ein bisschen, was jetzt hier um die Antenne rum, auf der unteren Seite die grauen Fetzen und auch oben, das ist jetzt bei uns hier die MLI. Also das, was die meisten Leute auch so ein bisschen an, sag ich mal, auch Raumschiffen und Satelliten kennen, wo sie sich wundern, was ist da golden dran oder was glänzt da so. Das ist im Prinzip, für was steht MLI? Genau, das ist Multilayer Insulation, also einfach mehrlagige Isolation. Das sind ganz viele kleine Folien, die nacheinander kommen. Hat den Sinn, so ein Spacecraft fliegt durchs Weltall, da ist halt leider kalt. Oder in unserem Fall, wir fliegen ja noch an der Venus vorbei, da ist es halt leider sehr warm. Und nachdem die ganzen Instrumente halt ein relativ geringes Temperaturband haben, in dem sie sich wohlfühlen, haben wir die MLIs, die dann das ganze Spacecraft isolieren und eben den Thermalhaushalt da so ein bisschen regeln, dass man nicht zu viel Wärme abgibt, weil alles, was man Wärme abgibt, müssen die Solar Arrays wieder als Strom produzieren für die Heizleister. Und wenn man zu wenig abgibt, dann überhitzt das Ding halt einfach und dann ist auch blöd. Und jetzt bist du im Prinzip mit Juice hierher gekommen oder ist Juice hergekommen und du kommst jetzt für einen speziellen Prozess wieder her? Also Juice war ja ursprünglich, also war erst in Lampolzhausen für die ganze Propulsion-System. Dann ist es nach Friedrichshafen gekommen, wo es dann zum ersten Mal eigentlich fertig zusammengebaut wurde. Ist dann von Friedrichshafen, wo ich dann auch ins Projekt dazugekommen bin, nach Holland gekommen, zur ESTEC, also zur ESA-Zentrale da, für den ersten Thermal Vacuum-Test. Und von da aus ist es dann erst hierher gekommen und ich bin eigentlich jetzt immer da, wenn so MLI-Aktivitäten anstehen, weil wir haben natürlich für den ersten T-Wack-Test alles zubauen müssen, weil in der Kammer war es halt, wir hatten außen kalt, wir hatten flüssig Stickstoff gekühlte Shrouds, also die Kammerwände werden flüssig Stickstoff runtergekühlt, um das Kalte vom Weltall zu simulieren. Wir hatten aber auch einen Sonnensimulator, der dann das ganze Ding wieder aufgeheizt hat und da wäre es schon ganz gut, wenn das Ding dann auch thermal so stimmt, wie es am Ende ist. Und genau, aber nachträglich mussten wir ein paar Instrumente tauschen. Wir mussten die Testinstrumentierung austauschen und dafür mussten wir alles wieder aufmachen. Und jetzt sind wir gerade wieder so an dem Punkt, dass es jetzt so ungefähr am wenigsten MLI dran ist, wie wir jetzt nach dem letzten Test hatten. Und jetzt fangen wir langsam wieder an, die
MLIs zu integrieren und uns für den nächsten TVAC-Test vorzubereiten und dann eben auch für die Launch-Kampagne. Wenn dich die drei Interviews, die ich mit Lukas, Cyril und Philippe in Toulouse bei Airbus geführt habe, mehr interessieren, muss ich dich leider noch etwas vertrösten. Die werde ich zusammen mit einem Juice-Special kurz vor Start im April veröffentlichen. Nur die YouTube-Kanalmitglieder und Patreons, die haben die Interviews ja wie immer schon vorab bekommen. Vorbeiflug an der Venus, echte Herausforderung. Aber Juice ist natürlich eigentlich für die Erforschung in Jupiter-Umgebung gebaut. Um nicht die komplette Architektur der Sonde für die relativ kurze Zeit in Venusnähe ändern zu müssen, wird die riesige Hauptantenne als Sonnenschirm genutzt. Das hat nur den Nebeneffekt, dass die Antenne nicht gleichzeitig auf die Erde gerichtet sein kann, um Daten zu empfangen oder zu senden. Dafür gibt es dann eine kleinere Richtantenne, die auch unabhängig von der Ausrichtung von Juice auf die Erde gerichtet werden kann. So, this high-gain antenna that you can see there is effectively used during the first 4 or 5 years of the mission, not at all as an antenna, but as a big sun shield. In fact, this face of a spacecraft will constantly look at the sun during the inner cruise of a journey to Jupiter. It is a choice that we have made in order to not completely de-optimize the thermal concept of a spacecraft, which is of course primarily intended to work in a very cold environment. So in order to decouple at the most possible extent what is inside the spacecraft to the external flux coming from the sun around Venus, we choose to use this face, and in particular this antenna, as a sun shield, effectively. With a medium gain antenna, which you can see, this is the black dish that we can see on top of a spacecraft. This antenna has a dish which is smaller, but it does not matter because we are close to the Earth. So we do not need such a large antenna as where we are around Jupiter. We are closer to the Earth. And this antenna is steerable around 2 axes. So even with a spacecraft, this face of a spacecraft, constantly looking at the sun, we can still maintain the Earth in the field of view of that medium gain antenna. Die kleinere Antenne ist aber auch am Jupiter interessant, da die meisten Instrumente an der Unterseite von Juice montiert sind. Wenn diese dann auf die zu untersuchenden Monde gerichtet sind, zeigt die Hauptantenne auch nicht in die Richtung der Erde. Ja, aber warum hat man überhaupt so eine große Antenne, wenn die kleinere es doch auch tut? Die 2,5 Meter Parabolantenne erlaubt natürlich eine viel höhere Datenrate als die kleinere Antenne. Ein Designkriterium bei der Auslegung von Juice war das Ermöglichen eines täglichen Downlinks von mindestens 1,4 GB. 1,4 GB, das mag in unserer heutigen Zeit nicht nach besonders viel klingen. Zum Vergleich, das Rohmaterial von so einer durchschnittlichen Senkrechtstarter-Emission, das hat über 30 GB. Allerdings geht das Material ja nur über Glasfaser einige 100 Kilometer weit, damit Natalie das schneiden kann. Macht sie übrigens immer hervorragend. Ja, bei Juice ist es dann doch komplizierter. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer die Übertragung ist. Ja, die Signallaufzeit vom Jupiter zur Erde kann bis zu einer Stunde und 46 Minuten betragen. Das ist natürlich nicht nur für die Datenübertragung problematisch, sondern verhindert auch jegliche Steuerung der Sonde in Echtzeit. Klar, das geht dann natürlich nur durch gutes Vorausplanen der Mission und durch autonomes Ausführen der Manöver. Ja, auch mein Besuch für euch bei Airbus in Toulouse hat einiges an Vorplanung erfordert. Ja, und diese Außeneinsätze, die zahle ich ja komplett aus eigener Tasche. Das geht nur, weil es die Senkrechtstarter-Schutzengel gibt, die den Kanal durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wenn auch du meine Arbeit unterstützen möchtest, findest du unter dem Video Links zur Kanalmitgliedschaft oder zu meiner Patreon-Seite. Du kannst aber auch diesem Video durch einen Super ein Trinkgeld dalassen. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Hashtag Team Space. Über Juice gibt es noch ganz, ganz viel zu berichten. Kurz vor dem Start werde ich euch dann natürlich mit einem Juice-Special versorgen. Aber bei so einer wichtigen Mission, da kann man ruhig frühzeitig die Vorfreude schüren, oder nicht? Vielen Dank, Tim, dass du das Video bereichert hast und vielen Dank an Airbus für die Einladung nach Toulouse. Ja, wir leben in spannenden Zeiten. Freut euch nach diesem abgefahrenen Raumfahrtjahr auf das Jahr 2023. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt, die wird großartig. Bis dahin, unser persönlicher Apollo-Moment. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau!